zu guter Letzt machen wir die Datei bereit für den Druck. Du siehst, die Ränder sind nicht ganz ideal verteilt. Wir wechseln dafür in den Reiter Layout. Hier kannst du das Papierformat einstellen. DIN A4 ist schon richtig. Hier aber auch die Ränder, benutzerdefinierte Ränder. Und da kannst du numerisch den rechten Rand, die Fußzeile und so weiter noch anpassen. Und du kannst hier die verschiedenen Ansichten nochmals wählen. Die normale Ansicht ohne Seitenrand, hier aber eingeblendet schon, wo eine neue Druckseite beginnen würde, gestrichelt mit Seitenlayout bzw. eben als Vorschau. Das sieht schon recht hübsch aus. Übrigens, all diese Linien, das sind nur Hilfslinien, die werden nicht gedruckt. Wenn du sie ganz bewusst drucken willst, so müsstest du hier Gitternetzlinien aktivieren. Ja, ansonsten denke ich, ist das meiste mehr oder weniger selbsterklärend. Wir drucken jetzt nicht, sondern wählen Drucken und dann aber PDF in Vorschau öffnen und haben hier eine doch recht hübsche Aufstellung dieser Klassenlagerabrechnung. Hier kannst du entweder die Datei drucken oder über Befehl sichern, diese Datei als PDF-Datei abspeichern. Ja, und damit sind wir fertig. Diese Datei solltest du jetzt nochmal speichern zum Schluss. Datei speichern oder eben Befehl S.